There's a glint to your eyes that I recognize from the bathroom mirror. You've walked Kingsmith's secret trails, yes? What was it like? Was it illuminating? Were you enlightened? If it weren't for circumstance and my duty to the Lord, I would join you, document your expedition. Although, those are not the only paths. Some run deeper, more hidden. Tap your foot on any paving stone down Main Street, and you might hear the echo of Illuminati history. Oh yes, Solomon Priest and Isaac Fletcher put this soil to work when they raised Kingsmith above and below. Why, the whole of Solomon County is positively riddled with tunnels. But I wouldn't expect most people to notice. They're too enclosed by their simple lives to comprehend the secret world around them, below them. You can't stop now. I know that feeling intimately. The desire to keep digging. That glint won't fade. The restlessness in your heart won't slow. The voices won't fall silent. Dig further. Dig deeper. Always deeper. Und damit machen wir uns auf die letzte Quest zu bestreiten. Diesmal müssen wir den Tunnel zu den Illuminaten finden. Clavis Aurea. Das ist das, was wir als Hinweis haben. Und ja. Dieser Hinweis. Deutet auf einen losen Pflasterstein. Den wir jetzt doch einfach mal benutzen. Sehr klein, ne? Jo. Jetzt müssen wir einen Weg finden, das Ganze auch noch zu öffnen. Das ist relativ einfach. Wir brauchen nämlich den Schlüssel zur Stadt. Und der befindet sich hier. Mit diesem können wir jetzt den Tunnel betreten. Das Tunnelsystem, was wir jetzt vor uns haben, ist nicht unbedingt verwinkelt, aber dafür vollgespickt mit Rätseln. So, hier zum Beispiel. Hier ist nichts. Hier ist ein altes Buch. Und wieder nichts. Also da nur das Buch. So, rechts oder links. Wir laufen mal nach rechts. Und hier ist wieder nichts. Oculus Ra Avis. Na, probieren wir es doch mal aus. So. Wer sich jetzt wundert, warum ich das wusste, ich habe selbstverständlich nachgeguckt. Das ist der erste Teil eines Geständnisses, wie man so schön sieht.
Haben wir da noch irgendwas drin? Nö. Benutzen wir auch noch den Hebel. Die Tür geht zu. Dafür können wir hier jetzt wieder raus. Mal kurz umgucken. Nö. Nichts los hier. Ja, wir befinden uns auf dem Friedhof von Kingsmouth. Und jetzt müssen wir die andere Tür öffnen. Also heißt es wieder zurück in den Tunnel. Ich hoffe, den Weg kennt ihr noch. Und erstmal wieder hier sind wir Zombies erledigen. Und damit sind wir auch schon wieder im Tunnel drin. So, jetzt machen wir uns hier auf, dieses Rätsel zu lösen. So. Wir haben nicht das nötige Item. Dumm gelaufen. Wo haben wir das bloß gelassen? Klar. Hier links lang. Und dann hier rechts lang. Und dann... Okay. Ihnen fehlt das erforderliche Item. Gut. Probieren wir es doch nochmal hier. Ah. Man muss natürlich auch die richtigen anklicken. Dann kommt man hier hin. Findet diese verlorene Notiz. Das ist sehr interessant. Hier muss man das entsprechende Lösungswort rausfinden anhand des Hinweises in der Notiz. Ich kenne dies natürlich. Man darf sich hier auch gerne etwas langsamer fortbewegen. Ja. Und siehste, jetzt sind wir hier gleich direkt am Sterben. Ja, gerade nochmal Glück gehabt. Also, nochmal. A, B, Y, S. Wahrscheinlich springen. Für Doppel-S. U. Ja, das sieht doch super aus. Und nochmal zurück. Die Tür ist offen. So, haben wir hier einen Hinweis? Ja. Sehr interessant. Okay, hier nochmal die Notenblätter. So, hier sieht man relativ schön, welche Noten die einzelnen Hebel spielen. Und wir müssen jetzt
den verschmierten Teil spielen. Das Ganze ist jetzt nämlich hier ein schönes Zusammenspiel, wie man sehen kann. Und ganz leise kann man sogar die Noten hören. Die Reihenfolge, die ich hier angeklickt habe an den Pfeifen hier oben, ist A, E, E, G, G. So, jetzt sehen wir hier vier Statuen. Wir haben ja eben bereits einen Hinweiszettel gesehen, und zwar bezieht sich der nicht auf das Rätsel von eben, sondern vielmehr hier auf dieses Rätsel. Hier müssen wir uns relativ genau ausrichten und dann entsprechende Sachen in den Chat eingeben. Wie man sieht, er leuchtet auf. Und jetzt zuletzt die Schlange. Und damit sind wir hier im Grabmal angekommen. Und finden heraus, dass der Priester ermordet wurde. Das letzte ist dann noch nach Kingsmouth zurückkehren. Auch wenn das Ganze ein relatives Labyrinth hier ist, ist das doch einfach genug, um hier wieder rauszukommen. Und damit ist die Quest jetzt auch beendet.